Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum traditionellen Jahresendinterview im offenen Kanal mit dem Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg. Hinter mir können Sie unschwer erkennen, wo ich mich vielleicht befinde, nämlich im Kulturhistorischen Museum in Magdeburg. Ich hoffe und wir hoffen, dass Sie bisher besinnliche Feiertage im Kreise Ihrer Familie und mit Bekannten und Verwandten feiern konnten. Wir wollen nämlich jetzt mit Ihnen nochmal das Jahr 2019 Revue passieren lassen. Und dazu haben wir Sie gefragt, liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger. Und wenn Sie eine Sache dem OB sagen würden, was wäre das? Dass er so weitermachen soll. Er soll versuchen, in der Stadt so viel wie möglich für Jugendliche zu schaffen, damit die sich nachmittags treffen können und keine Dummheiten machen müssten. Ja, Frieden für die Welt. Wir haben eine schöne Stadt. Ich hätte gerne mehr Radwege, also mehr für die Fahrradfahrer, dass da mehr gemacht wird. Dass er das umsetzen soll, was er auch versprochen hat. Dass sie hier einen wunderschönen Weihnachtsmarkt haben. Ein bisschen mehr für Pendler machen, um Parkmöglichkeiten zu schaffen. Okay. Für Berufstätige. Fleißig gewesen ist er. Er hat sich viel getan in Magdeburg. Was wünschen wir ihm? Wir wünschen ihm auf alle Fälle auch ein gutes Jahr und dass er immer ein glückliches Händchen hat bei dem, was er tut und immer gute Entscheidungen trifft. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass die öffentlichen Verkehrsmittel kostenfrei sind, dass es mehr Fahrradwege gibt, dass wir umsteigen im Denken und Tun, in der Verkehrspolitik zum Beispiel. Mehr für die Medien tun. Ja. Mehr für die Medien und die Kultur. Ja, mehr Kultur, genau. Richtung Kulturhauptstadt Magdeburg könnte man ja sagen. Wer ist zurzeit eigentlich Bürgermeister? Trümper ist nicht mehr, oder? Doch. Trümper ist noch? Okay, ich finde es erstens gut, dass er parteilos geworden ist, die SPD verlassen hat. Und zweitens würde ich sagen, dass die Stadtpolitik eigentlich ganz gut vorbeigeht. Er muss sich noch ein bisschen um die Integration der Neuen kümmern, vor allen Dingen mit Blick auf 2025, ne? Weiter so. Ja, herzliches Willkommen auch von mir zu unserem nun schon traditionellen Jahresendinterview mit unserem Oberbürgermeister, den ich genauso herzlich willkommen heiße. Guten Abend. Sie haben ja die Umfrage unter den Magdeburgern gehört, die ist zwar ein bisschen auch kritisch, aber im Großen und Ganzen sind die Magdeburger doch mit der Entwicklung der Stadt zufrieden. Dazu trägt natürlich auch bei die Lichterwelten, die wir jetzt überall in der Stadt ja sehen können, die sehr gut von den Magdeburgern aufgenommen wurden. Die Frage auch an Sie, wie ist Ihr Eindruck, wie ist die Entwicklung dieses Jahr in Magdeburg verlaufen? Ich glaube, dass die Gesamtentwicklung über das ganze Jahr ist positiv. Es sind Schritt für Schritt die Sachen, die wir geplant hatten, umgesetzt worden. Es gab auch einen negativen Punkt, das war die Situation bei Enercon, dass da mitgeteilt worden ist, dass ein bestimmter Betriebsteil aufgegeben wird im Jahre 2020. Die Lichterwelten aktuell führen dazu, dass die Leute eine tolle Stimmung haben, was man sonst in Magdeburg nicht so oft hat. Aber wenn ich heute durch die Stadt gehe und auf dem Domplatz bin, da wird man angesprochen und die Leute sind begeistert und sagen das auch. Ich kriege auch Mails, wie eben gerade wieder vor einer halben Stunde, wo Menschen mir mitteilen, dass es eine tolle Sache ist und sich darüber auch freuen. Also ist schon ein Stück weit Entwicklung erkennbar, dass die Leute auch zunehmend sich mit ihrer Stadt identifizieren und auch die positive Entwicklung selber sehen und honorieren, aber natürlich auch die Themen benennen, die noch erledigt werden müssen. Wenn man ins Internet guckt, dann sieht man ja hunderte Fotos von den Lichterwelten. Da, wo man sich selber mit hinsetzen kann für Fotos, da ist ja manchmal richtig Anhang, da muss man, hat sich ja Schlange gebildet. Ja. Sie hatten schon ganz kurz das Positive kurz angesprochen, aber wenn man das ganze Jahr jetzt so vor sich, an sich vorbeiziehen lässt, es war ja nicht immer gleichmäßig. Sie haben schon gesagt, ganz kurz Enercon, aber wie schätzen Sie die Situation eigentlich der Stadt insgesamt ein, auch, sagen wir mal, aus finanzieller Sicht? Aus finanzieller Sicht haben wir im Moment keine großen Probleme. Wir haben, wie überall in Deutschland und auch in Europa, ist ja Bargeld und Geld keine Mangelware, ganz im Gegenteil. Die meisten wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Das ist natürlich nicht auf Privatpersonen bezogen, die wenig verdienen, aber in Gänze ist es ja so, dass wir Geld auf den Markt bringen, die Banken, damit die Menschen konsumieren, investieren und das Geld auch ausgeben. Das hat auch negative Seiten. Die negative Seite sind die, dass zum Beispiel eine Lebensversicherung, eine Altersvorsorge in Schwierigkeiten kommt, aber alles in allem dient das dazu, dass Investitionen vorangetrieben werden. Und das sieht man in der Stadt natürlich auch, dass überall an allen Stellen gebaut wird und auch da investiert wird, wo man es nicht gleich sieht. Wie hier im Museum, wie im Kloster und in vielen anderen Bereichen auch. Aber natürlich hat das auch die Kehrseite, die man immer auch mit sehen muss, wenn gebaut wird. Im Straßenbereich gibt es Behinderungen, da gibt es die Diskussion über die Baustellen, ob das alles sein muss, wie man das koordinieren kann. Das ist in der Großstadt nicht ganz so einfach, aber ich glaube, im Großen und Ganzen
läuft das vernünftig ab. Die Behinderungen sind jetzt da, die kann man auch nicht wegzaubern. Und ich war vorige Woche in Berlin und da muss ich sagen, da sind wir ein ganz kleines Licht, was Baustellen betrifft und was Verkehrsstau betrifft. Das geht da von morgens bis abends so. Da sind wir noch ganz gut dran. Und ich habe das immer wieder das Gefühl, dass die Magdeburger die guten Zeiten kennen, wo in Magdeburg man morgens losgefahren ist, ohne einmal einzeln an einer Arbeitsstelle war. Das ist aktuell mal nicht so, aber es wird wieder in einigen Jahren so sein. Sie sind ja nun mit dem Finanzwesen auch groß geworden nach der Wende, Vorsitzender des Finanzausschusses im Stadtrat. Wenn Sie die Entwicklung mit den Zinsen mal so ein bisschen betrachten, Magdeburg profitiert da sicherlich jetzt davon, das Land alle, auch ein bisschen. Alle öffentlichen Haushalte aber ist dann, besteht da nicht die Gefahr, dass irgendwann doch mal ein Crash kommt? Das kann ich im Moment nicht sagen. Die Zinsen aktuell sind für die öffentlichen Haushalte sehr gut. Darum wird die Politik ja auch so gemacht, weil der Bundeshaushalt, die Landeshaushalt und die kommunalen Haushalte ohne Zinsen natürlich gut leben können, weil man die nicht bezahlen muss, nicht einplanen muss. Ist das eine riesengroße Sparsumme? Beim Bund sind das 40 Milliarden, die jedes Jahr eingespart werden. Die Gegenseite ist, ich sage es nochmal, ist der Wertverlust der eigenen Geldanlagen, die man hat, der eigenen Lebensversicherung, der eigenen Kontosachen, die man sozusagen hat, wo man keine Zinsen für bekommt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich privat ein Haus bauen will, kriege ich einen günstigen Kredit. Und von daher ist das insgesamt eine Situation, die Ziele hat, investieren und natürlich auch Ziele hat, dass die Länder, die mit hohen Zinsen gar nicht umgehen könnten, die dann faktisch pleite wären, in die Situation nicht reinkommen. Es ist eine europäische Politik, die dem deutschen Sparer natürlich ihr Geld kostet, aber die Wirtschaft natürlich auch antreibt. Aber wenn man jetzt, wie Sie schon sagten, den Sparer kostet es natürlich Geld, man kann im Prinzip nicht mehr richtig vorsorgen. Es hat alles keinen Wert. Es gibt keine Zinsen mehr. Wenn ich bedenke, was früher immer 8% bei Staatsanleihen und so weiter, ist ja alles im, hat sich alles aufgelöst. Früher haben sie eben 8% auf ihren Hauskredit bezahlt, wo sie heute auch für 15 Jahre 0,1 bezahlen. Also das ist sozusagen, das sind beide Seiten, die man sehen muss. Und man, je nachdem, wer es ist, ist davon mal positiv, mal negativ betroffen. Die großen Investoren sind positiv. Die Bürger müssen sich jetzt auch ein Stück weit trauen, was nicht so einfach ist und ich da auch keine Empfehlung abgeben will, aber natürlich auch das Geld dahin legen, wo es sich lohnt. Und das sind aktuell Aktienmärkte, das sind Immobilien. Das Geld auf dem Konto bringt nichts, das kostet nur Geld. Das wird sich irgendwann wieder ändern, aber in den nächsten Jahren ist das aktuell nicht absehbar. Ganz kurz noch, was war Ihr Highlight dieses Jahr, Ihr Positives und worüber haben Sie sich am meisten geärgert? Also mein Highlight war letzte Woche, dass wir bei der Kulturhauptstadtbewerbung in die zweite Runde gekommen sind. Und ärgern tue ich mich ab und zu über Kommentare sozusagen, die das Negative zu sehr in den Fokus nehmen. Aber das gehört zum Job dazu, dass man sich morgens mal ärgert und nachmittags ist wieder die Sache vergessen, was dann berichtet worden ist. So ist das Leben. Da sind Sie wahrscheinlich nicht der einzige Oberbürgermeister, dem es so geht. Ja. Nun haben wir gerade über Finanzen gesprochen. Gucken wir mal ein bisschen in das Jahr 2020. Die Stadtkasse ist sicherlich nicht die vollste in Magdeburg, aber es wird ja trotzdem investiert. Bleiben wir mal beim Thema 1 Tunnel. Wie ist da momentan der Stand der Dinge? Die Kosten momentan belaufen sich auf 140 Millionen Euro. Nach oben vielleicht kein Ende oder gibt es neue Planungen? Weiß ich nicht. Dann hat die Stadt ja die Planergemeinschaft verklagt. Und die Straßenbahn soll ab 2020 erfahren und der Autoverkehr ab 2022. Bleibt es dabei oder gibt es da schon neue Veränderungen? Das sind ja die aktuellen Zahlen, die wir gerade mit der Firma besprechen, dass das, dieser Zeitplan realistisch ist, wenn nicht irgendwas ganz Tolles wieder dazwischen kommt. Was die Kosten betrifft, ist völlig klar, wir hatten eine Planung und eine Beauftragung der Firma mit Fertigstellung Oktober 2019. Das ist vorbei. Wenn man eine Baustelle 2,5 Jahre länger betreibt, kostet das Geld. Und die Frage ist jetzt, wie viel Geld kostet das mehr? Wer hat das zu tragen? Wer hat die Verantwortung? Darüber verhandeln wir jetzt gerade. Und ich hoffe, dass wir das im nächsten halben Jahr sozusagen zu Ende bringen. Man kann jedenfalls davon ausgehen, dass es noch eine Kostensteigerung geben wird. Wenn ich 2,5 Jahre länger baue und von 4 Jahren auf 6,5 Jahre baue, die Gemeinkosten, der Kran, der da auf der Baustelle steht, das kostet natürlich alles Geld über einen längeren Zeitraum. Darüber wird jetzt gerade gesprochen. Dann gibt es natürlich auch die Situation, dass, wenn die Bauzeit zu Ende ist, ist die Bindungsfrist für die Preiskalkulation nicht mehr gültig. Die muss auch angepasst werden für die nächsten 2,5 Jahre. Aber was rauskommt, das kann ich im Moment noch nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, es wird auf jeden Fall nicht preiswerter werden. Okay, nun ist ja der Stadtrat auch neu gewählt worden. Gab es da in der Hinsicht auch für Sie große Veränderungen, was das Projekt Tunnel betrifft? Oder sind sich da größtenteils alle einig? Ja, bei dem Projekt ist ja nichts mehr politisch zu entscheiden. Das Projekt läuft, das muss jetzt fertiggeführt werden, das muss
zu Ende kommen. Das wollen die Bürger, völlig klar. Und wenn die Straßenbahn im nächsten Jahr wieder fährt, dann ist ein wichtiger Schritt gemacht, dass die Verbindung wieder kürzer ist und man nicht den großen Umweg fahren muss. Und dann der Autoverkehr, der kommt dann 2 Jahre später. Und von daher ist das jetzt nicht schön, dass es so lange dauert. Ist auch nicht schön, dass es teurer wird. Aber die Gemengelage sozusagen, die dazu geführt hat, dass wir in der Situation heute sind, drin sind, ist auch ein Planungsfehler, über den wir jetzt gerade gesprochen haben. Und das muss jetzt ausdiskutiert werden und zu Ende gebracht werden. Politisch gibt es keine großen Entscheidungen mehr. Okay. Das nächste große Projekt ist ja weiterhin die Strombrückenverlängerung, die Pylonenbrücke. Da gab es ja nach jahrelangen Planungen jetzt auch wieder oder Streitigkeiten mit der Baufirma. Das ist ja nun geklärt. Nun geht es jetzt wirklich endlich los. Wie ist da der Stand der Dinge momentan? Das geht jetzt los. Also die vorbereitenden Arbeiten laufen jetzt gerade und der richtige scharfe Start, der wird Anfang des Jahres passieren. Da wird es auch einen offiziellen großen Termin geben, wo wir jetzt sagen, jetzt geht es echt los, dass da auch die Betonarbeiten passieren und die Pfeiler gesetzt werden für die Brücke und die Brücke gebaut wird. Das wird alles so von 2020 bis, sagen wir, 2022 dauern. Mhm. Dann kommt der Schritt, der uns noch mehr Ärger machen wird. Wenn wir die Strombrücke umlegen auf die neue Brücke, dann gibt es ja gar keine Verbindung mehr eine gewisse Zeit. Dann müssen wir die Umwege fahren über den Stadtpark, über die Sternenbrücke und über die anderen beiden Brücken. Das wird nochmal eine harte Zeit werden, die in etwa ein Volumen hat von circa einem Jahr. Und dann kann man über die neue Brücke wieder fahren und das wird am Ende eine tolle Verbindung sein, die Stadt. Und die wird auch mitten in der Stadt durch die Beleuchtung der Brücke und das neue Gesicht, das Stadtzentrum, deutlich verändern. Das glaube ich, wollen, glaube ich, fast alle Magdeburger. Also so lange wie ich jetzt. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, aber ich habe schon vieles gesehen. Also man hat ja immer mal die Freiflächen gesehen, die da schon zu DDR-Zeiten dafür vorgesehen waren. Nicht so freigehalten worden, über 50 Jahre lang. Ja. Genau. Ja. Es gab ja schon mal einen Baubeginn. Da war Werner Kolleschke noch im Tiefbauamt als ein junger Ingenieur. Da sind mal die ersten Spundwände bei der Zollbrücke eingeschlagen worden, die jetzt wieder rausgenommen worden sind. Und dann war kein Geld da. Und jetzt haben wir nach langem Kampf, nach langer Diskussion, nach langer Planungsphase endlich den Start und werden die Brücke natürlich auch fertigstellen. In dem Zusammenhang wird ja sehr wahrscheinlich, wenn die Stadt dann sozusagen nach Osten hinzu ist, in Anführungsstrichen, dann auch die Rufer wiederkommen nach der dritten Elbquerung. Gibt es da was Neues? Nein, das ist eine theoretische Diskussion, die geführt wird. Die kann man führen. Die Verkehrssituation, das habe ich immer gesagt, wenn man die neue Brücke fertig hat, dann muss man den Verkehr nochmal einschätzen, Zählungen machen und sagen, wie läuft es jetzt. Und dann kann man Entscheidungen treffen über eine dritte Brücke, ob die notwendig ist. Die dritte Brücke, die jetzt in der freigehalten worden ist, die Trasse, bei der jetzigen, die wir jetzt bauen, waren Umweltauflagen schon unendlich groß. Wenn wir da das FFH-Gebiet durchgehen, auf der anderen Seite, da werden wir wahrscheinlich 10 Jahre Umweltgutachten erstellen müssen, ehe wir da eine Brücke bauen können. Das ist ein ganz weiter Ferne aus meiner Sicht. Und alle, die erzählen, es kommt in den nächsten Jahren, die erzählen theoretische Diskussionen, aber das wird in den nächsten 15, 20 Jahren nicht passieren. Nun ist ja im Stadtrat vor kurzem auch der neue Haushalt verabschiedet worden. Gesamtvolumen von ca. 736 Millionen Euro mit fast 100 Millionen, also nicht ganz 100 Millionen Investitionen. Wo sind da Prioritäten gesetzt? Also es gibt sogar 140 Millionen Investitionen im Haushalt 2020. Und die großen Prioritäten sind wieder mal Schulbau. Wir haben wieder 100 Millionen Schulbauprojekte an der Pipeline. Im Norden, die ehemalige Jara-Schule wird hergerichtet werden. Da wird der Auftrag jetzt im Januar erteilt werden. Mhm. Dann zieht die Leibniz-Schule nach Norden. Dann wird diese Schule wieder erweitert. Dann wird im Süden der Stadt sozusagen eine Grundschule saniert. Es wird die Berufsschule in der Brandenburger Straße saniert und die Schule auch, die den zweiten Bildungsweg beinhaltet. Und dazu eben die 4 Schulen, die wir schon gerade haben. Das Gymnasium am Lorenzweg, in Ottersleben die Sekundarschule Wille, in Diesdorf die Grundschule und die Erweiterung der BBS in Lemsdorf. Und dazu kommen nochmal 3 Neubauten. Das heißt, das Programm für Schulbauten hat schon wieder ein Volumen von 100 Millionen. Also eine gigantische Größenordnung. Das ist der größte Schwerpunkt, der sich über mehrere Jahre auch hinziehen wird. Daneben natürlich die Brücke, die Stadthalle, die Hyperschale. Auf der anderen Seite ein Riesenprojekt. Und dann natürlich, was nicht im Haushalt der Stadt abgebildet ist, aber was auch parallel läuft, die Straßenbahnstrecke, die weitergebaut werden muss. Nun ist ja das erste Mal seit langem mal wieder, dass die Stadt sich neu verschulden muss. War das ein Problem im Stadtrat? Das stimmt so nicht. Man muss jetzt mal aufpassen, von welchen Schulden man spricht. Ja. Die Kassenkredite sozusagen, wo man den Haushalt, den man ausgleichen muss von der Gemeindeordnung, den gleichen wir aus.
Investitionen Kredit aufzunehmen, ist, machen wir seit Jahren. Weil wir das Geld für die Investitionen nicht aus dem Haushalt bisher erwirtschaften können, das schaffen wir noch nicht. Wir erwirtschaften nur einen Teil auch der Tilgung, was ja auch die Stadt sozusagen selber aufbringen muss. Von daher werden im investiven Haushalt Schulden aufgenommen, ist aber bei der Zinslage, die wir jetzt haben, nicht so dramatisch. Wenn wir 5% Zinsen hätten, wäre das viel schlimmer. Jetzt haben wir aber 0,1. Das heißt, man hat faktisch ja eine Ratenfinanzierung einer Baumaßnahme. Man nimmt einen Kredit auf und zahlt in den 10 Jahren mit 10 Raten sozusagen zurück. Das kann man im Haushalt darstellen, das haben wir auch gemacht. Und von daher ist das für die Gesamtverschuldung der Stadt tragbar. Und ich glaube, dass keine Kommune alle Investitionen aus dem laufenden Haushalt bezahlen kann. Das gibt es faktisch gar nicht. Kann auch der Bund nicht. Und die Länder können das auch nicht, das zu finanzieren. Okay, nun gibt es beim Ausgaben muss da auch gespart werden. Und ein kleines Zitat von ihm war, so etwa bei der Kultur kann man sparen. Können Sie das konkretisieren schon? Nein, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn wir in bestimmten Bereichen das draufpacken wollen, da war eine Anfrage von der Linken im Haushalt, dass wir mehr soziale, ich sage es mal etwas provokant, Wohltaten verteilen wollen, sage ich, wo wir das Geld hernehmen? Dann können Sie nur im Kulturbereich da, das will da auch keiner. Ich habe damit sagen wollen, dass der Sozialhaushalt, der über 40% der Stadt Haushalt ausmacht, nicht steigerbar ist. Wir sollen den Leuten nicht versprechen, dass wir alles kostenlos machen können und das Geld ohne Ende da ist für soziale Leistungen. Man muss das Geld erstmal erarbeiten, was man ausgeben will. Und von daher sollten wir einfach mal akzeptieren, dass das soziale System in Deutschland sehr, sehr gut ist. Sonst würden nicht so viele Leute nach Deutschland kommen wollen und hier sozusagen auch in dem System mitleben wollen. Und von daher haben wir im Kindergartenbereich positive Nachrichten, dass die Gebühren gesenkt worden sind. Im Fahrticketbereich hat der Stadtrat beschlossen, dass die Gebühren gesenkt werden sollen und die Entgelte auf null gesetzt werden sollen. Die sozialen Leistungen steigen auch wieder, Hartz IV wird erhöht und viele andere Leistungen auch. Man muss mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist nicht steigerbar, das war meine Aussage. Und dafür darf ich auch keinen Kredit aufnehmen. Ich darf auch für den Haushalt sozusagen der Konsumtion keine Kredite aufnehmen. Und das war meine provokante Aussage, wollte dafür im Kulturbereich sparen. Nein, mit Sicherheit nicht, weil wir da ja gerade in den nächsten Jahren was machen wollten. Waren Sie eigentlich überrascht über die Abstimmung zum Haushaltsplan? Ja. Ist ja noch relativ da war ich überrascht, muss ich ehrlich sagen. In dem Moment habe ich gedacht, Mensch, gucke an. Das war noch nie so, dass der Haushalt ohne Gegenstimme beschlossen wurde. Es gab nur Enthaltungen. Der Rest hat zugestimmt. Das hätte ich bei der politischen Konstellation, da hätte ich das erste Mal eine scharfe Diskussion erwartet, dass es da anders zugeht. Aber die Leute sind auch, wenn man genau hinschaut, eben vernünftig und wissen, wenn ich keinen Haushalt beschließe, dann laufen auch meine Lieblingsprojekte eben nicht, die ich gerne auch im Haushalt realisiert haben würde. Und wenn wir das erst im März oder April beschließen, dann haben die ersten 4 Monate Vereine kein Geld. Und von da hat man sich überlegt, wo der geringere Schaden ist, hat man seine Meinung gesagt. Aber am Ende einen für meine Begriffe ausgewogenen Haushalt, der alle Felder gut berücksichtigt, dann auch zugestimmt. Und das ist auch gut so, jetzt können wir loslegen. Okay, bevor wir vielleicht mal zu ganz speziellen Sachen in Magdeburg kommen, letzte Frage von mir erstmal, was das Geld betrifft. Wirtschaftliche Ansiedlung, gerade mit dem Problem der Arbeitsplätze, was wir vorhin schon angesprochen haben. Gibt es da was Neues oder kommen, uns ist klar, dass keine Großkonzerne hier nach Magdeburg kommen, aber wir sind und bleiben ja eine Logistikdrehscheibe, oder nicht? Das ist ein Schwerpunkt in Rotensee, dafür ist das Zentrum ja auch gebaut worden. Das hieß ja auch Logistikzentrum Rotensee. Das ist jetzt ausgelastet, da gibt es keine freien Flächen mehr. Die sind alle verkauft, wir machen im Hafen eine Investition, dass da weitere Ansiedlungen passieren können nochmal, um weitere Flächen zu eruieren, die sozusagen wasserstandsunabhängig an der Hafenkante arbeiten können. Wir haben gerade eben, wo ich vor 10 Minuten war, eine Firmenansiedlung eines Ingenieurbereiches, französische Firma AK, die Ingenieure ausbildet in Magdeburg und ein Exzellenzzentrum baut. Das ist das, was wir auch machen können. Wir haben junge Leute, die hier studiert haben, die dann im Ingenieurbereich Entwicklung im digitalen Bereich machen können. Das ist auch ein Wert, den Deutschland hat. Gerade in dem Bereich sind wir ja immer stark gewesen. Und nicht so sehr in der Massenproduktion, die im Moment in Deutschland kaum eine Chance hat, weil das eben in vielen Ländern eben preiswerter gemacht werden kann. Okay. Wenn wir bei den Finanzen waren, wie entwickelt sich denn eigentlich das Steueraufkommen in Magdeburg? Da gibt es ja immer Diskussionen, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer. Welche Auswirkungen hat denn das, wenn jetzt Enercon, so ein sehr großer Betrieb, so massiv Arbeitsplätze abbaut? Es wird auf die Steuern nur einen kleinen Einfluss haben. Wir haben die Steuern auf in der Stadt in den letzten 10 Jahren deutlich gesteigert auf ungefähr 260, 270 Millionen Gesamtsteuereinnahmen. Das ist Gewerbesteuer vor allen Dingen. Das ist die Grundsteuer B und das ist die Einkommensteuerteil, den wir bekommen. Das sind die drei großen Steuerarten, die wir haben.
wovon die Gewerbesteuer ungefähr die Hälfte ausmacht. In den letzten beiden Jahren war es relativ konstant. Das heißt, ein großes Zulegen von weiteren Ansiedlungen von Steuerzahlern hat es nicht gegeben. Aber wir sind damit immer noch ziemlich weit vorne im Land. Und müssen natürlich jetzt danach schauen, dass wir auch weitere Betriebe herbekommen, damit die Steueraufkommen weiter steigt. Wir sind immer noch erst im Vergleich zu zum Beispiel unserer Partnerstadt Braunschweig bei 60% des Steueraufkommens. Da fehlt uns was. Dafür haben wir ja den Ausgleich über die Landesfinanzen und über die Bundeszahlung auch. Aber man möchte natürlich gerne von seinem eigenen Einkommen und Aufkommen leben. Da haben wir noch viel zu tun. Wie entwickelt sich denn die Arbeitsmarktsituation in Magdeburg eigentlich generell, mal jetzt abgesehen von so einem Schlag von Enercon? Das wird im Arbeitsmarkt, glaube ich, am Ende keine große Delle geben, was die Zahlen betrifft. Weil die Mitarbeiter, glaube ich, werden alle einen Job finden, wenn sie zur Kenntnis nehmen, dass wir aktuell in Magdeburg 5.500 freie Stellen haben. Wir werden natürlich 400 Leute auch einen Job finden. Ob das alles in der gleichen Qualität ist, ob das mit der gleichen Bezahlung ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass die Leute auch bei uns Arbeit finden werden. Wir suchen ja, wir machen ja jetzt ab März ein Einwanderungsgesetz, um Fachleute nach Deutschland zu holen. Also von daher ist die Arbeitsmarktlage so gut wie nie, die Zeit, die ich überblicken kann. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir die Leute rankriegen, die Fachleute rankriegen. Und die nächsten Jahre werden immer mehr Leute in Ruhestand gehen, als aus der Ausbildungszeit nachkommen. Also das wird eher ein Thema werden, wo kriegen wir die Leute her, um die Arbeitsplätze besetzen zu können, um den Wohlstand, den wir haben in Deutschland, aufrechtzuerhalten. Man sieht es ja auch ein bisschen an den Stellenanzeigen in der Volksstimme oder so, wurden früher nur Vertreter gesucht, die Versicherung oder sonst was verkaufen. Das sind ja doch mehr oder weniger jetzt viele Fachkräfte, die gesucht werden. Ja, und Sie sehen schon an den Anzeigen, wir werden beworben, die Mitarbeiter bei uns in der Stadt, aus Gifhorn, aus Braunschweig, aus Hannover, Städten, die in der Region sind, die suchen auch Leute und suchen auch bei uns. Also von daher müssen wir gute Angebote machen, damit die Menschen hier bleiben und hier eine Chance haben, sich zu entwickeln. Aber da sind alle jetzt aufgerufen, auch vernünftige Gehälter zu zahlen, um mitzuziehen mit dem, was der Vorteil noch in den anderen Städten ist. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch noch günstigere Mieten zum Beispiel als in anderen Städten. Da kommen wir noch mal im Speziellen ein bisschen zu nachher. Nehmen wir mal ein anderes Thema, die Kommunalwahlen haben ja nur doch ein nicht bloß bei uns in Magdeburg, jedoch zeigt, dass jetzt auch Kräfte in den Stadtrat gekommen sind. Sagen wir mal, die mit der demokratischen Grundordnung nicht so auf gutem Fuß stehen. Wie wirkt sich denn das auf die Arbeit des Stadtrates aus? Auf die Atmosphäre? Also im ersten halben Jahr war das aus meiner Sicht relativ entspannt. Für mich überraschend hat die AfD bei unheimlich vielen Drucksachen und bei vielen Anträgen auch von anderen Fraktionen zugestimmt. Wo es Themen gibt, wo dann gestritten wird, ist das Thema Flucht und Asyl. Da gibt es eine ganz extreme Position. Ich will mal nur ein Beispiel nennen, weil mich das wirklich also sehr, sehr aufgeregt hat, dass im Stadtrat von der AfD ein Vorschlag gemacht worden ist, in den Schulen, weil die deutschen Kinder so schlecht lernen können, weil sie von den Ausländern gestört werden, dass die Ausländer alle in separate Schulen gepackt werden. Und da fehlt dann nur noch die Kennzeichnung der Schüler. Das ist eine Philosophie sozusagen aus einer Zeit, die wir doch glaubten, längst überwunden zu haben. Also da sind extreme Positionen da. In vielen anderen Feldern ist das nicht so. Und die versuchen sozusagen natürlich auch, wie andere Fraktionen, auch in den Mittelpunkt zu stellen. Sie kümmern sich um die Stadt, sie kümmern sich um die sozial Schwachen, aber haben in der Frage extreme Positionen, die uns nicht gut tun. Wenn das als Stadt sozusagen eine Mehrheitsmeinung wäre, wird es wahrscheinlich oder wird es mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht werden. Weil natürlich wir international uns aufstellen müssen. Wir brauchen Leute, Ingenieure aus anderen Ländern. Wir brauchen Ärzte aus anderen Ländern, weil wir die eigenen Leute in der Qualität, wie wir sie jetzt brauchen und die nicht geboren sind bei uns, die Menschen in Deutschland einfach auch fehlen. Also muss man international sein. Man muss auch natürlich eine Willkommenskultur haben für Menschen, die bei uns arbeiten wollen. Und da darf man das nicht sozusagen auf eine Schiene bringen, wo man ausländerfeindlich ist oder gar sozusagen Menschen sozusagen aus dem Stadtbild sozusagen weghaben möchte. Das halte ich für eine Extremposition. Und da kann man auch niemand mit der AfD sozusagen zusammenstimmen. Thema Stadtumbau, Wohnungssituation. Das geht ja über Jahre jetzt schon. Es wird gebaut an allen Ecken und Enden. Ihr seht hier das neue Domviertel. Ist mal kurz vor der Fertigstellung, kann man ja sagen. Müsste man eigentlich, sagen wir mal, die Wohnungssituation sich in Magdeburg ziemlich entspannt darstellen. Ja. Ist auch so. Es ist so. Es ist sogar der Leerstand wieder etwas angestiegen. Ja, mich auch etwas gewundert. Angestiegen und man findet, die haben ein Gutachten vor uns ja machen, dass man findet in jedem Segment, also preiswerte Wohnungen, die Hartz IV-fähig sind,
und auch teure Wohnungen in jedem Segment freien Wohnraum. Wir haben kein Wohnungsproblem in Magdeburg, wie das in anderen Städten der Fall ist. Wenn Sie da Leipzig nehmen oder Frankfurt nehmen oder Berlin nehmen, ist halt mit uns überhaupt nicht vergleichbar. Da sind wir gut aufgestellt, da ist viel gebaut worden. Und von daher ist das eine Situation, wo ich immer sage zu jungen Leuten, wenn ihr gut wohnen wollt, mit einem guten Umfeld, mit einer guten Kulturlandschaft und guten Sportlandschaft, ist Magdeburg der ideale Standort. Auch wenn man meinetwegen in Berlin arbeitet, kann man hier wohnen und fährt relativ schnell morgens nach Berlin und kommt abends zurück. Vorausgesetzt, es wird mal wieder eine schöne IC-Verbindung am Berlin. Das wäre das Allerschönste, wenn das passieren würde. Das wird noch eine Weile dauern, aber daran arbeiten wir, dass das auch wieder, wieder das Netz angeschlossen werden müssen, weil sonst wären wir von vielen Sachen auch abgekoppelt worden. Ja, das sieht man jetzt in der Situation mit dem ICE Berlin bis München runter, die an der Strecke liegen, wie Erfurt. Die bauen am Bahnhof ein riesiges Zentrum, weil sie wissen, dass man da relativ schnell hinkommt und auch aus allen Richtungen, aus den beiden Millionenmetropolen München und Berlin gut hinkommen kann und machen da Angebote. Das ist uns verwehrt. Und darum brauchen wir auch irgendwann wieder einen vernünftigen ICE. Ja, wobei der ICE nicht mal so das Entscheidende ist, die Strecke nach Berlin, die hat nun mal bloß eine bestimmte Maximalgeschwindigkeit. Die muss natürlich ausgebaut werden, das ist ja auch keine Frage. Das könnte man jetzt in Situation macht es keinen Sinn, ja, weil ich kann nur 150 fahren. Aber ich muss natürlich die Strecke vorher ICE-fähig machen. Das ist eine Investition von mehreren Milliarden, weil die Kurvenradien geändert werden müssen. Und daran hapert es ja, das zu machen. Ne? Da waren die Ständer damals schneller. Ja, die DDR-Planung war leider zu früh fertig, die einfach übernommen worden ist. Es steht ja in der Diskussion die Bebauung des kleinen Stadtmarsches. Es gab erst das Projekt mit den Ruhhäusern, das hat Ihnen ja, wenn ich so richtig informiert bin, auch ganz gut gefallen. Die Magdeburgern wehen ja, weil die Magdeburger sagen, überall, von wo man kommt, sieht man den Dom. Da hätte man natürlich sicherlich auch diese Hochhäuser gesehen. Nun gab es den ganzen Streit mit der etwas voreiligen Rodung der Bäume und Sträucher und des Gestrüpps. Manche sagen, ja, das war ja nicht so verkehrt, da ist ja ganz im Müll mit weggekommen. Nur gibt es da so eine Art grünes Projekt von denen, von der Wohnungsgenossenschaft und auch von der Wohnbau. Fischbeck hat gesagt, ja, und Sie sagen ja auch, es wird sozial auch Angebote geben für, sagen wir mal, nicht so gut betuchte Magdeburger. Wenn aber Herr Fischbeck sagt, naja, unter 12 Euro pro Quadratmeter wird es nicht geben, ist das noch sozial ausgewogen? Das ist ja eine ganz interessante Frage, weil wenn Sie heute eine Wohnung bauen, nehmen wir mal an, am Breiten Weg oder auch in Olmestedt und bauen ein neues Haus, dann können Sie heute unter 7, 8 Euro nicht mehr bauen. Bei den jetzigen Baupreisen ist das nicht möglich. Wer was anderes behauptet, erzählt dummes Zeug. Die Baupreise sind so hoch, weil die Nachfrage so groß ist, dass man für den Bereich ist 8 Euro sozial. Wenn ich Hartz-IV-Empfänger bin, geht auch nicht. Von daher müssen wir uns jetzt anpassen an die Situation, an die Investitionstätigkeit durch die niedrigen Zinsen und müssen eben so bauen, dass wir auch eine Mischung hinbekommen. Natürlich wird man in der ersten Reihe auf der Elbe, auf der Seite, die wir hier haben, auf der Westseite, auch nicht sagen können, in der ersten Reihe kann jeder wohnen, ob er nur 2,50 Euro verdient oder 5.000 Euro verdient. Das ist einfach so, in der Großstadt gibt es eine Differenzierung, dass ich mir gute Lagen leisten kann. Es gibt wenig gute Lagen und es gibt viele mittlere Lagen. Und in wenigen guten Lagen kann nicht jeder wohnen. Das ist in jeder Stadt so. Wir wollen da an der Stelle, was eine gute Lage ist, weil man da einen einmaligen Blick hat auf die Stadtsilhouette, sozial bauen, in Anführungsstrichen, mit unseren eigenen Gesellschaft, mit der Wohnbau und auch mit einer Genossenschaft, die ja per se daran interessiert sind, dass sie günstige Kosten haben, dass sie für ihre Mieter sozusagen Angebote machen, wo man auch mischen kann, auch sagen kann, ja, im Erdgeschoss kostet es eben dann 6 Euro und im obersten Geschoss kostet es eben 12 Euro, da habe ich eine Differenzierung da. Das kann man machen, ein Privater würde das nicht können. Wenn ich da einen Privaten rangelassen hätte und sage, der baut Eigentumswohnung, dann würden die mit 150 Quadratmeter für eine Million weggehen. Das wollen wir nicht. Und von daher ist das, was wir dann machen, eine vernünftige Situation. Die Stelle war immer bebaut. Auch vor dem Krieg war das alles bebaut. Und die Argumentation, dass es im Stadtpark liegt und grün wegkommt, die kann man nicht gelten. Das war eine Kleingartensparte, die auch für die Bevölkerung nicht zugänglich war. Sondern man ist im Stadtpark. Das ist nicht der Stadtpark, das ist der Stadtmarsch. Und historisch war das seit mehreren hundert Jahren war das bebaut gewesen. Und von daher ist die Debatte, die da jetzt geführt wird, ein bisschen an der Realität vorbei. Wir müssen jetzt schauen, wie der Stadtrat das politisch sieht. Ich glaube, dass das eine gute Sache wäre. Wenn man jetzt, das habe ich ja schon vor einem Jahr gesagt, ich muss auf die Kulturhauptstadtbewerbung schauen. Da könnte man einen Modellstandort draus machen. Was jetzt aufgegriffen worden ist,
mit dem ökologischen Aspekt dabei. Jetzt sagen natürlich die Kritiker, das machen sie nur, damit sie die Genehmigung kriegen. Da wird ja immer viel erzählt. Also es gibt ja eine Gruppe von Leuten, die das absolut verhindern wollen, egal was man da erzählt. Und von daher glaube ich aber, dass das für die Stadtentwicklung von unschätzbarem Wert wäre. Auch der Radweg, der über die Elbe gemacht werden kann, der von da weitergeht bis zum Heumarkt. Das ist doch eine Stadtentwicklung, die wirklich sozusagen sich sehen lassen kann. Und von daher, das absolut sozusagen in Frage zu stellen, verstehe ich nicht. Stadtentwicklung heißt eben auch, für alle, die in der Stadt Magdeburg wohnen, Angebote zu machen. Und ich muss natürlich auch für jemanden, der einen Betrieb hier bauen will, der 100 Arbeitsplätze schafft, warum soll der in einer Plattenbauwohnung in Olgenstedt wohnen? Da sagt er, bin ich denn verrückt? Dann gehe ich in eine andere Stadt. Ich brauche Angebote für alle, die gut verdienen, die weniger gut verdienen. Und die Mischung macht es aus. Und wir wollen da auch eine Mischung hinbekommen und nicht immer diese relativ billige Argumentation, die bauen dann nur für die Reichen. Das halte ich wirklich für völlig daneben. Nun ist ja da damals 2013 im Bottohorn diese große Überschwemmung gewesen. Sehen Sie da nicht die Gefahr, dass da auch das neue Gebiet, also ich habe Luftbilder gesehen von 2013, das Gebäude, wo früher die Winkelhausen-Werbung dran war, da stand auch im Wasser. Nein, das Gebiet, was wir jetzt ausgeguckt haben, stand definitiv kein Wasser. Die Bilder habe ich mir gerade angeguckt, da war kein Hochwasser. Und von daher ist das völlig unkritisch an der Stelle. Es war auf dem Messeplatz kein Wasser. Da war kein Hochwasser. Das Hochwasser war auf der anderen Seite. Der liegt hier auch höher. Beim Tiefbauamt gewesen, wo das liegt. Aber an der Stelle war kein Wasser. Wenn man das ernst nehmen würde, das Argument, was ich eben vorgetragen habe, dann dürfte auch die Stadthalle nicht sanieren. Dann dürfte die Hyperschale nicht bauen. Dann dürfte vieles andere nicht machen. Dann dürfte auch das Hotel nicht bauen, das neue, was auf der Elbe gemacht hat. Man muss ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen. Wir bauen dafür einen gewissen Hochwasserschutz an den Bereichen, die wir jetzt sanieren. Und in dem Bereich ist das unkritisch. Aber wir legen fest, es kann vielleicht noch schlimmer kommen. Und dann müssen alle, die irgendwo auf der Fläche jetzt bauen, die 7,80 Meter einhalten. Unter 7,80 Meter darf keiner bauen. Und wir hatten letztes Mal 7,47 Meter. Und wird auch ein Sicherheitsbereich noch eingezogen. Und von daher ist das hochwassermäßig kein Problem. Gut, das Sicherheitsgefühl der Magdeburger wird auch mal wieder angesprochen, speziell am Hasselbachplatz. Heute gibt es da die erste Veranstaltung mit der neuen Hasselbachplatz-Managerin, Frau Hertrich. Das ist eine junge Frau. Ist das die richtige Person für diesen Job dort? Das weiß ich nicht, ich habe es ja nicht ausgesucht. Wir haben das extra ein Stück von der Stadt weggegeben, weil wir gesagt haben, wir wollen das nicht als Stadtverwaltung machen. Es soll ja sozusagen Mittler sein zwischen der Kneipenmeile und zwischen denen, die da im privaten Bereich agieren und denen, die da hingehen, dass man da versucht, eine Kommunikation herzustellen. Die hat keine Aufgabe im Ordnungsrecht, dafür ist Polizei und Ordnungsamt zuständig, vor allen Dingen aber die Polizei. Das haben viele Magdeburger wahrscheinlich anfangs ein bisschen anders gesehen. Das ist halt einfach nicht der Fall, das ist nicht ihre Aufgabe, das zu machen, das kann sie auch gar nicht. Und wenn man in die Stunden schaut, wo immer einige Fälle sozusagen in den letzten Monaten passiert sind, wo es auch mal gewalttätig zuging, das kann nur die Polizei machen. Das passiert in der Regel in der tiefen Nacht und das passiert dann, wenn die Leute genügend Alkohol getrunken haben. Und darum plädiere ich ja seit Jahren dafür, dass die Spätshops diese gesetzliche Regelung zurückgenommen wird, dass man da Schließzeiten eben hat und nicht beliebig Alkohol verkaufen kann. Aber da gibt es riesengroße Gegenwehr, weil immer noch Leute behaupten, unter Alkoholeinfluss und ohne ist die Kriminalitätsrate die gleiche, was ich für absoluten Blödsinn halte. Und von daher muss man da gucken, dass man das in den Griff bekommt und auch wieder für positive Schlagzeilen sorgt. Aber völlig klar ist, dass sich kriminelle Typen, die es in der Stadt natürlich bei uns auch gibt, immer dahin ziehen, wo viel Alkohol im Spiel ist und wo viele junge Menschen sind und wo dann mit Drogen gedealt wird. Und das muss man über die Ordnungskräfte in den Griff bekommen. Das ist aber nicht nur am Hasselbachplatz so, das gibt es woanders auch. Das ist richtig, aber haben wir da genug Ordnungskräfte? Wie sieht es da aus? Wir haben ja jetzt unsere Stadtwache deutlich erhöht. Wir haben 20 neue Stellen geschaffen im Ordnungsamt, was ich nie wollte, weil das natürlich primär auch gar nicht unsere Aufgabe war. Jetzt machen wir mit der Polizei gemeinsame Sache und bilden die Stadtwache. Die wird jetzt im Januar sozusagen offiziell auf den Weg gebracht, dann dauert der Aufbau noch ein bisschen. Ich glaube, im Moment ist die kräftemäßige Situation da. Und Sie sehen ja, wenn es wirklich mal ernst wird und da auch Banden aufeinandertreffen, dann muss die Polizei damit 30, 40, 50 Leuten auftauchen, da ist das Ordnungsamt, kann da am besten sich schnell verziehen. Die ist dafür für diese Situation gar nicht ausgebildet. Und das muss die Polizei hinbekommen und muss auch die da über die Stränge schlagen, dann auch so dem Gericht zuführen, dass sie auch mal verurteilt werden und nicht wieder nach zwei Stunden auf der Straße sind und ihr gleiches Spiel weitertreiben können. Das betrifft auch den Drogenhandel, den ich wirklich für absolut schlimm halte, dass der sich da so ausgebreitet hat.
Und die das machen, die müssen sozusagen auch bestraft werden und müssen auch aus dem Verkehr gezogen werden. Das ist ja das Problem, was natürlich auch jeder Bürger sieht. Die Polizei müht sich, nimmt sie fest. Der Haftrichter sieht keinen Haftgrund. Sind da die Sätze nicht zu lasch? Die Sätze vielleicht gar nicht, die Auslegung der Situation. Natürlich muss ich das, kann ich mir das nicht bieten lassen. Wenn das sozusagen eskaliert und immer weitergeht, dann muss ich mir auch Gedanken machen, wie ich mit den Leuten umgehen kann. Und wenn wir da noch das spezielle Problem uns anschauen, dass da oft, leider oft, im Drogenhandel Schwarzafrikaner beteiligt sind, dann ist natürlich ein doppeltes Problem da. Wir haben Menschen bei uns, die bei uns um Schutz suchen und die auch von dem Staat Geld kriegen und die gehen in den Drogenhandel. Das kann man nicht akzeptieren. Das ist auch das ist ein Verstoß sozusagen gegen das Gastrecht, was man hier hat. Und das darf man auf gar keinen Fall dulden und muss da auch hart umgehen, weil das natürlich, wenn man das duldet, die Leute sagen, die sind doch jeden Abend die gleichen da. Ja. Dann gibt es ja die typische Tendenz, die man so locker daherredet, naja, die Ausländer. Das sind aber nur wenige, das sind nicht die Ausländer. Und die haben sozusagen das Land aus meiner Sicht zu verlassen, die hier kriminell sind, damit die anderen, die es gut meinen, die wir brauchen, die wir ausbilden, die ja bei uns leben wollen, auch ein Stück weit davon nicht negativ belastet werden. Ja, weil man dann die Abschiebung sieht, die kann man an jeder Hand abzählen. Ja, das Gesetz ist dafür nicht gut. Und das muss ich mal so hart sagen. Das Gesetz, was wir jetzt haben in Deutschland, ist ja jahrzehntelang immer sozusagen in Anführungsstrichen verbessert worden, damit Abschiebung eben nicht funktioniert. Es gibt ja auch heute noch Leute und Politiker, die Abschiebung nicht wollen. Und von daher haben wir es so kompliziert gemacht, dass es faktisch ja ganz schlecht funktioniert. Das muss geändert werden. Das muss man auch hinkriegen, dass man die, die wirklich also keinen Aufenthaltsstatus haben, auch aus dem Land bekommen kann. Das Gesetz ist da schlecht. Verkehrsstruktur in Magdeburg. Wir haben es schon mal kurz angesprochen. Früher konnte man, abgesehen vom ganz harten Berufsverkehr, relativ flott durch die Stadt kommen. Das ist jetzt so gut wie nicht mehr gegeben. Selbst am Sonntag hat man manchmal Stauerscheinungen. Und wenn wir Pech haben, die A2 hat einen Unfall, dann steht die ganze Stadt. Die Buslinien stehen mittendrin. Die Buslinien stehen auch jetzt auf der Erich-Weiner-Straße am Fuchsberg, habe ich ein paar Mal gesehen. Die kommen überhaupt nicht mehr vorwärts. Wann ändert sich da was? Was kann man da überhaupt machen? Das wird ja nächstes Jahr noch schlimmer, wenn die Schönebecker komplett gesperrt wird. Das werden wir im Januar den Buchhorn und den Leuten aus dem Süden sagen, wie das praktisch geht. Und dass wir da entsprechende Umleitungsstrecken auch sauber ausweisen, dass man auch weiß, wo man langfahren muss in der Zeit, wo gesperrt wird. Es wird ja nicht sozusagen die Schönebecker Straße ein ganzes Jahr gesperrt. Das ist eine konkrete Zeit, wo die zweite Spur gemacht werden muss. Da muss man die Umfahrung ordentlich haben. Das werden wir Schritt für Schritt jetzt mit der MVB in Abstimmung im Januar dort in Buckau präsentieren. Trotzdem bleibt es dabei. Die Situation, die wir da jetzt haben, die muss man so lange aushalten, bis die Mauer fertig ist. Und das ist erst im Herbst 21, wo alles wieder normal verkehrt. Aber ab 21 oder ab Ende 20 fährt die Straßenbahn über die Warschauer Straße eben dann in die Schönebecker Straße. Das ist der Straßenbahnverkehr, der bleibt immer aufrechterhalten. Aber der Autoverkehr, der muss dann in bestimmten Bereichen umgeleitet werden. Das werden wir überstehen müssen. Ich habe keine andere Lösung, eine Straßenbahnstrecke zu bauen, ohne den Verkehr einzuschränken. Fällt mir nicht ein, wie das gehen kann. Und von daher muss man sich darauf einstellen und wir müssen gucken, dass wir das so optimieren, dass nicht noch dahinter noch drei wieder neue Baustellen entstehen. Da muss man das ein Stück weit auch besser koordinieren. Aber insgesamt, wenn man solche großen Baumaßnahmen in der Stadt hat, wie eine neue Straßenbahnstrecke von 14 Kilometern, gibt es Beeinträchtigungen. Und am Bahnhof ist auch klar, dass es eine Beeinträchtigung ist, weil das die direkte Verbindung ist von Stadtfeld in die City rein, die unterbrochen ist. Die beiden Jahre, die hier so vor uns liegen, müssen wir noch aushalten. Nun haben wir ja die Goethestraße als Fahrradstraße ausgewiesen. Ich finde, das läuft da nach meiner Beobachtung relativ gut und auch entspannt, nicht viel anders als vorher. Wie sieht es überhaupt mit dem Radverkehr in der Stadt aus? Es gibt ja politische Interessenskräfte, die sagen, wir müssen alles auf den Radverkehr. Autoverkehr ist das ganz Schlechtes, Feinstaub. Wie stehen Sie denn dazu? Also würde ich auch mal sagen, man muss mal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben, wenn man Leute von außen hat, die in Magdeburg kommen, dann sagen die, euer Radwegenetz ist doch ganz gut. Natürlich gibt es Stellen, wo man noch sanieren und verbessern muss. Ja. Aber wir Diesdorfer zum Beispiel. Diesdorfer würde ich gar nicht mit dazuzählen, weil das ist übertrieben, was da erzählt wird. Das ist so ein breiter Weg. Man kann auch mal auf dem Fußweg ausweichen, wenn man dann ein Problem hat. Oder? Weil da ist ja so breit der Fußweg, dass es eigentlich niemand stört, wenn man da mal auf dem Fußweg fährt eine Weile. Erlaubt ist nicht erlaubt, wird so nicht aufrufen, aber ist auch kein Problem. Das kann man machen, dass man den Radweg da auf der Diesdorfer Straße in dem oberen Bereich verbessert. Aber viele andere Bereiche haben auch gute Radwege.
Und von daher bauen wir auch mit den Straßenbahnstrecken. Wird immer ein neuer Radweg mit dazu gebaut. Das ist ja nicht, dass da nichts gebaut wird. Stimmt, an beiden Seiten gibt es einen neuen Radweg bei der Straßenbahnstrecke. Wiener Straße, jetzt Raiffeisenstraße, das passiert ja überall dazu. Und von daher bauen wir auch eigentlich separate Radfahrstrecken. Ja, wer Radfahren will, soll das auch machen können. Wir suchen auch nach Möglichkeiten, den Radschnellweg an bestimmten Stellen zu etablieren. Aber wenn ich die Leute jetzt alle motivieren will und sage, kauft euch Elektroautos, dann kann ich nicht parallel sagen, aber in der Stadt darfst du nicht fahren mit dem Auto. Das ist ja auch absurd. Und wir sind eine Stadt mit großen Straßen, mit viel Platz in der Innenstadt, wo man auch Auto abstellen kann. Und da muss man auch die Händlersituation betrachten und ins Auge mitfassen. Ich habe nichts gegen Autofahrer, aber ich bin natürlich auch dafür, dass die Autos ökologischer werden und man da schauen muss, dass man von den Verbrennungsmotoren mit Benzin und anderen Sachen eben wegkommt, dass man da sozusagen CO2-Optimierung hinbekommt. Das wird eine Weile dauern. Und da ist ein Modell, das Elektroauto. Und von daher brauchen wir eine Symbiose von allen. Wir brauchen aber vor allen Dingen auch einen noch besseren ÖPNV. Wir brauchen mehr Linien, wir brauchen mehr Straßenbahnen. Und dann können die Leute erst umsteigen. Wenn ich morgen sage, alle in die Straßenbahn, dann gibt es morgen einen großen Kampf, weil die gar nicht reinpassen. Letzte Frage zu dem Thema hier. Wo gebaut wird, müssen meistens Bäume gefällt werden. Da ist ja immer ein sehr großer Aufschrei hier in Magdeburg. Wir haben wahrscheinlich mehr Baumfreunde als sonst wo in der Welt. Aber es stimmt ja irgendwie doch. Es werden zwar immer dann Ersatzpflanzungen gemacht, meistens an anderen Ecken. Aber die Bäume sind natürlich erstmal klein. Die können noch nicht so viel Sauerstoff produzieren. Wie kann man das hinkriegen? Jetzt könnte ich das ein bisschen wissenschaftlich erläutern. Es geht ja bei den Bäumen doch aktuell auch um Sauerstoffproduktion, auch um das Ökoklima in dem Bereich, wo der Baum steht. Aber in der Endkonsequenz suchen wir ja nach Möglichkeiten, dass CO2 gespeichert wird. Und ein Baum speichert in seinem Leben eine halbe Tonne bis eine Dreivierteltonne CO2, wenn er 80 Jahre wächst. Und wenn der Baum ausgewachsen ist, speichert er kein CO2 mehr. Weil in den Blättern, das fällt wieder runter und wird wieder zersetzt, sondern der speichert das CO2 nur im Holz. Also ist ein junger Baum ökologisch für die Entwicklung der CO2-Speicher wertvoller als ein alter Baum. Wieso sind die Grünen da noch nicht drauf gekommen, das mal zu veröffentlichen? Biologisch ist das hundertprozentig so. Ich habe das ja mal studiert und weiß auch, dass das stimmt. Dass natürlich der Baum in seinem Wachstum, da lässt man ja ständig Bäume wachsen und nimmt alte wieder weg. Man darf nur das Holz hinterher nicht von den alten Bäumen verbrennen. Dann habe ich ein CO2 wieder in der Luft. Ich muss mit dem Holz was Vernünftiges anfangen. Ich kann Holzbauten machen, kann das Holz für bestimmte Sachen auch nutzen. Dann macht das in der Holzwirtschaft auch einen Sinn. Die Diskussion ist auch aus meiner Sicht völlig überzogen. Weil allein die Zahlen das ja belegen. Wir haben in Magdeburg ein Defizit gehabt von 2009, glaube ich, bis dem letzten Jahr von 6.000 Bäumen, die mehr gefällt wurden, als gepflanzt worden sind. 6.000. Und das muss man in Relation setzen zu der Baumzahl, die wir in Magdeburg haben, auf unserer Stadtfläche. Es sind über 2 Millionen Bäume. Da sind wir also im Promillebereich. Natürlich fällt das auf, wenn ich an der Straße, wo die Straßenbahn fährt, die Bäume fällt. Da sieht das erstmal kahl aus auf den ersten Blick, wenn neue Bäume hinkommen. Aber die Gesamtsituation der Stadt, was Baumzahl betrifft, was Grünflächen betrifft, hat sich in keiner Weise irgendwie dramatisch geändert. Die Behauptung, dass wir das Grün wegholzen, letzten Baum abholzen, ist völliger Blödsinn. Der Klimawandel kann da nicht ein bisschen gefährlich werden, dass dann nicht doch die richtigen Bäume stehen? Klimawandel kann schon eine Rolle spielen, wenn es wärmer wird, dass bestimmte Bäume auf zu heiße Trockenperioden, sozusagen Wetterperioden, anders reagieren, dann wird man sich auch umstellen müssen, wird man auch andere Baumarten pflanzen. Man kann ja sagen, wenn das Wetter in 100 Jahren so ist wie heute in Italien, wird man hier andere Pflanzen haben, das ist gar keine Frage. Und wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir beides machen, uns umstellen auf die Klimaerwärmung und natürlich auch was tun, damit es eben nicht in der Geschwindigkeit weitergeht. Das ist schwer genug, das hinzubekommen. Und dafür muss man alle Möglichkeiten, die es eben gibt, versuchen zu nutzen, auch so zu nutzen, dass die Leute mitgenommen werden, dass man ihnen erklärt, warum das gemacht ist, dass sie nicht finanziell belastet werden. In Größenordnung sagen sie alle, nein, mache ich nicht mit. Das muss ausgewogen passieren und von daher ist die Klimapolitik ein wichtiger Größenordnung. Aber ich sage auch noch mal dazu, ich kann nicht in Deutschland die Wirtschaft zur Minna machen, dann habe ich kein Geld mehr für Klimapolitik. Ich muss das ausgewogen machen. Ich muss ja Geld, kostet alles Geld, die Klimapolitik zu machen. Die muss bezahlt werden. Und wenn ich jetzt gegen die Autoindustrie polemisiere und da schon 50.000 Stellen weg sind, es muss irgendwo das Geld herkommen, was ich auch brauche, um die Klimaumstellung auch vernünftig begleiten zu können. Und von daher muss man das mit Augenmaß machen. So, nun haben wir gerade uns über Bäume unterhalten. Was aus Bäumen gefertigt wird, sind Bücher. Ihr Lieblingswort seit dem 12.12. ist doch bestimmt Bitbook, oder? Mein Lieblingswort. Kannten Sie den Begriff vorher überhaupt? Den wissen, worum es geht. Ja, den kannte ich vorher, natürlich kannte ich den vorher.
Das ist ja alles in Englisch gemacht worden. Wir haben ja da geht also um die Kulturhauptstadt eine ganze Zeit für gearbeitet für die Kulturhauptstadt und haben am 12.12. dann bei der Pressekonferenz mitgeteilt bekommen, dass wir dabei sind in der zweiten Runde. Jetzt geht es um viel Arbeit im nächsten halben Jahr. Wie war so der Tag, die Situation? Die Situation war angespannt. Das war angespannt. Wir sind am 10. abends hingefahren und am 11. war der Vortrag vor der Kommission, eine europäische Kommission mit 12 Mitgliedern. Der hat nochmal eine halbe Stunde Zeit gehabt, den Vortrag zu machen. Wir waren mit 10 Leuten da. Also jeder so 3 Minuten Zeit gehabt, seinen Teil vorzutragen, alles in Englisch. Und dann gab es eine Dreiviertelstunde eine Frage- und Antwortrunde, wo die Kommission nachgefragt hat, was denkt ihr euch dabei, wie soll das gehen, wie wird es finanziert und ähnliche Fragen auch. Ich glaube, insgesamt haben die, reden wir nicht von mir, von den 9 Leuten, die mit waren, ihre Sache ganz toll gemacht, haben viel Zeit investiert im Vorfeld, mehrere Wochenenden und Tage sozusagen, das immer wieder einstudiert, immer wieder aufeinander abgestimmt, dass das Gesamtkonzept auch passt. Und dann war auch das Weiterkommen aus meiner Sicht berechtigt. Und jetzt geht es darum, den zweiten Schritt zu machen. Also gewonnen haben wir ja zwar richtig, schon einen Teil, aber das Entscheidende kommt jetzt erst noch. Viele Magdeburger denken, ja, wir werden es jetzt. Aber das ist wir so, haben jetzt noch die große Aufgabe, bis Juli das zweite Bitbook zu erstellen. Das hat 100 Seiten und die Fragen müssen alle sauber beantwortet werden. Und dann wird es einen Besuch in der Stadt geben und dann gibt es die endgültige Entscheidung. Ich hoffe und glaube, dass wir gute Chancen haben, das auch weiterhin zu beantworten. Für die Stadt wäre es ein Riesenerfolg, wenn wir das hinkriegen würden. Wie weit können Magdeburgerinnen und Magdeburger sich da weiter daran beteiligen? Das wird jetzt in dem nächsten halben Jahr noch nicht so intensiv sein, aber wir werden natürlich schon jetzt die konkreten Projekte weiter feilen müssen und das auch machen müssen. Sie müssen immer davon ausgehen, ein 100-Seiten-Papier schreibt man nicht mit 200 Leuten im Saal, sondern da muss sich jemand dransetzen, der die Themen, die wir sammeln werden, zusammenschreibt. Die müssen zusammenpassen, die müssen abgestimmt sein. Ich kann nicht einfach wild irgendwas reinschreiben, was miteinander nichts zu tun hat. Dafür brauchen wir eine Expertengruppe, die wird das machen. Und dann, wenn es um die Umsetzung der konkreten Projekte geht, dann sind ja unheimlich viele Leute beteiligt. Die freie Kulturszene, die Wissenschaftler aus der Universität und aus anderen Bereichen auch, die dann alle sozusagen ihre konkreten Projekte 4, 5 Jahre lang vorbereiten müssen. Dann fängt die richtige Arbeit erst an. Jetzt sind wir in einer Bewerbungsphase, da werden wir noch ein Stück weit Beteiligung jetzt haben. Aber man darf jetzt nicht glauben, dass jetzt in den nächsten halben Jahr 25 Projekte in der Stadt etabliert werden. Das ist noch alles Theorie, was wir jetzt machen. Die Praxis beginnt erst, nachdem man den Zuschlag erst bekommen hat. Ja, so der typische Magdeburger, der gerne mal meckert, da war ja die Kritik am Anfang immer erst laut, out of the void, was soll denn das und wie auch immer. Die Kritiker jetzt alle verstummt, oder? Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, das kann ich zum Teil nachvollziehen. Weil ich das erste Mal gehört habe, also, was will man damit sagen? Man muss, wenn man es genauer liest, das Buch, dann fällt einem sehr schnell auf, dass es nicht darum geht, nur Lücken auf dem Domplatz zu schließen, sondern es geht darum, ich habe es eben gerade bei einer anderen Veranstaltung gesagt, out of the void, wenn ich an das Thema junge Wissenschaft in der Stadt denke, an kreative Ideen in der Stadt, an junge Leute, die im Engineering-Bereich arbeiten, da haben wir Nachholbedarf. Das meinen wir damit. Wir müssen die Lücken, die wir noch haben, die Fehlstellen, die wir haben, zu einer prosperierenden Stadt, die in Westdeutschland groß geworden ist, nehmen wir mal Freiburg oder nehmen wir Hannover, da haben wir noch Nachholbedarf. In dem Bereich, in dem mentalen Bereich, in der Frage der Selbstbewusstsein der Bürger in der Stadt, dass man sagt, ja, wir sind auch wer, wir haben in Europa eine Rolle zu spielen, das gehört auch dazu, dass man das sozusagen nicht schafft, dass die Menschen dahinter stehen und sagen, das hilft uns auch allen, wenn wir auf der Strecke weiterkommen. Und das hilft auch, Identität zu schaffen. Und dann kommt das Entscheidende im Kulturbereich. Da muss man natürlich auch was zulegen. In der freien Kulturszene gibt es viele gute Angebote, die kann man noch etablieren. Man kann damit auf Flächen gehen, wo es ja noch keine Kulturangebote waren. Das ist eine Gesamtsituation, die einfach nur belegt. Heute gibt es in Magdeburg noch Sachen, die man noch verbessern kann. Und die wollen wir mit der Kulturhauptstadtwährung ja Schritt für Schritt verbessern. Das ist das Ziel. Wir wollen aber nicht beschreiben, dass wir jetzt ganz schlecht sind. Aber wir wollen damit beschreiben, dass wir noch was machen müssen, um auch auf dem gleichen Niveau arbeiten zu können wie vergleichbare Städte in den alten Bundesländern. Neben den Sanierungen von verschiedenen Einrichtungen, die Stadthalle zum Beispiel, wird ja auch die Hyperschale jetzt bis 2022 saniert. Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, wir haben angefangen. Die waren ja da. Wir haben jetzt angefangen, jetzt laufen die Abrissarbeiten, ungefähr bis März. Dann wird das eingerüstet, dann beginnt die Dachsanierung. Die wird eine Weile dauern, über ein Jahr. Das ist ja eine spezielle Maßnahme, die gemacht wird, mit Carbonbeton, was ganz außergewöhnlich, wo wir eine spezielle Genehmigung für bekommen haben, dass man das so machen will, weil das eine dünne Schicht nur sein darf, die aufgetragen wird. Und dann beginnt der Innenausbau in einer zweiten Ausschreibungsstufe. Das Geld dafür ist jetzt da, das haben wir jetzt im Haushalt eingestellt, was wir die nächsten Jahre brauchen. Und die wird auch dann fertig werden. Und parallel sind wir jetzt dabei,
den noch wichtigeren Schritt auch hinzubekommen, dass wir das Geld für die Stadthalle, den Bewilligungsbescheid im ersten halben Jahr bekommen, damit wir auch nach der Sommerpause da anfangen können. Ein anderer Hoffnungsschimmer, der gerade bei älteren Magdeburgerinnen und Magdeburgern keimt, ist der Kristallpalast. Das ist ja vor kurzem passiert, dass es vielleicht doch wieder aufersteht, der Kristallpalast. Wie steht die Stadt dazu? Die Stadt würde das gut finden. Das ist ja ein Privater, der das gekauft hat. Das ist nicht die Stadt. Wissen Sie wer? Und wenn der Private da was Vernünftiges investiert und auch macht, habe ich nichts dagegen. Aber der Name ist noch geheim, wer das gekauft hat. Ich weiß ihn, aber ich sage es jetzt hier nicht. Das muss er selber sagen. Okay. kommen wir mal zu ein paar Visionen. Eine Vision ist ja dieses Jahr wahr geworden, die Lichterwelten. Mhm. Also da ist ja wirklich was explodiert, oder? Das kann man sagen. Wir haben uns das erhofft, aber auch nicht in der Dimension erahnt. Das klappt wunderbar. Ich habe jetzt, am Sonntag war ich mal privat nochmal da. Da habe ich Menschen getroffen aus Hannover, aus Berlin, aus Hettstedt, aus sonst woher, die alle nur deshalb hergekommen sind, um das zu sehen. Mhm. Und von daher ist das eine tolle Idee gewesen, die funkt und die hat auch einen ganz tollen Werbeeffekt, weil natürlich die aufgestellten Rahmen, wo ich meine Selfies machen kann, die sorgen für extreme Werbung, weil das eben verbreitet in sozialen Netzwerken und eine preiswerte Werbung kann man gar nicht haben. Und von daher war die Philosophie, die Idee, die dahinter steckt, das Magdeburg-typische, was da drin steckt, eine gute Idee, die uns jetzt in den letzten 3-4 Wochen und noch in den letzten Wochen bis Februar viele, viele Besucher bringt, die sonst nicht gekommen wären. Von daher ist das auch ein Element aus der Kulturhauptstadtbewerbung, Innenstadtplätze mit Leben zu füllen. Da muss man sich was einfallen lassen. Muss man Kulturangebote machen, muss man was zum Anschauen machen, wo Leute hinkommen können. Dann kaufen die auch ein, dann essen die auch in Gaststätten. Das führt zu einem Gesamtgefüge, dass die Stadt sozusagen bekannter wird. Touristen kommen. Genau das ist das, was wir mit der Kulturhauptstadtbewerbung auch wollen. Mhm. Die nächste Vision, die es gibt, Marquaria, das Großaquarium vom Zoo. Da gibt es ja zumindest schon mal so eine Studie. 50 Millionen soll es kosten, plus minus, je nachdem. Die Volksstürmer hatten an der Standortsuche mal gefragt. Ich glaube, der Wissenschaftshafen oder der Hafen hat da gewonnen bei der Umfrage. Ist das für so eine Stadt wie Magdeburg machbar? Sie haben ja wahrscheinlich, wenn Sie das, die Berichterstattung gelesen haben, gemerkt, dass da meine Position nicht drinsteht. Ja. Das hat einen guten Grund. Das hat einen guten Grund, dass sie da nicht drinsteht, weil das Projekt für mich noch in keiner Weise spruchreif ist. Und ich mir da keine jetzt großen Gedanken über mache über Situationen, die überhaupt noch nicht geklärt sind. Also von daher ist es für mich kein aktuelles Thema. Ich habe jetzt die Themen, die ich lösen möchte, Stadthalle, Hyperschale, die Brücke, die Schulen, die ich eben aufgerufen habe und möglicherweise Projekte aus der Kulturhauptstadtbewerbung wie die Musical-Akademie und die Sanierung der Bibliothek. Und dann haben wir erstmal für die nächsten Jahre, solange ich noch was sozusagen zu sagen habe, genug zu tun. Und ich möchte mit dem Projekt Aquarium erst dann beschäftigen, wenn das sauber nachgewiesen ist und die Planungsgrundlagen dafür gelegt worden sind. Das ist aktuell nicht spruchreif. Es gibt ja noch so andere Visionen. Einmal die Seilbahn über die Elbe, wo gerade diskutiert wird. Und was wieder so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten ist, das sogenannte Panometer, also eine Initiative von den Innenstadthändlern. Das Panometer kennen wir ja aus Wittenberg oder aus Dresden oder aus Berlin. Leipzig. Leipzig unter anderem, ja. Ist das auch sowas, wo man sagen könnte, das wäre das was? Also ein Panometer von Otto dem Großen, mitten in der Stadt. Ich habe zu dem Innenstadthändler gesagt, als sie mir das vorgetragen haben, macht's bitte. Aber verschont die Stadt damit. Das ist keine Sache, die Stadt jetzt aus meiner Sicht machen sollte. Ja. Weil es gibt schon 20 Mal. Und das 21. Mal lockt keine Leute in die Stadt. Das gibt es in Leipzig mehrmals, es gibt in Dresden, gibt es in Berlin, wie Sie eben aufgezählt haben, gibt es in Wittenberg, da bauen sie es wieder ab, nach der Situation da in Wittenberg mit dem Lutherjahr. Und ich glaube, man kann nicht alles sozusagen immer nachmachen, anders schon gemacht. Ich muss mir was einfallen lassen, was für Magdeburg steht, was einen Einzigkeitswert hat. Und das ist es nicht mehr, weil das schon zu oft gibt. Die Gefahr sehe ich bei dem Aquarium übrigens auch. Na gut, wie gesagt, wir sprechen von Vision. Ja. Also, kann man haben. Nein, also ich habe gegen Ideen, die geäußert werden, gar nichts. Aber man muss auch nicht anstatt jeder Idee aufgreifen und sagen, machen wir jetzt auch noch. Sie müssen das Volumen sich anschauen, was wir an Investitionen jetzt haben. Das ist aus meiner Sicht in den nächsten Jahren nicht mehr steigerbar. Ja. Vergleichen wir uns zu sehr mit anderen Städten? Also wie zum Beispiel die Seilbahn, die gibt es ja in Köln oder das Panometer, das es in anderen Städten gibt. Naja, das hat man schon den Eindruck, dass Leute im Internet gucken. Dann gibt es da in einer Stadt einen Antrag, dann gibt es da eine Idee und dann wird das alles auf die gleiche Stadt sozusagen kapriziert. Man sollte sich mehr auf Situationen der eigenen Stadt konzentrieren und da Ideen entwickeln,
die wir nur hier haben, wo man wirklich sagt, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das zu machen. Und die Seilbahn über die Elbe, die wird ja noch diskutiert. Ich hatte damals ja selber mal vor, weiß ich gar nicht, 5 Jahren, als es um die Frage ging, was machen wir mit der Panoramabahn im Elbauenpark, gesagt, dann schwenken wir die eben um und lassen über die Elbe fahren. Das ging denn schon gar nicht, weil die Spannweite eben da viel zu groß war und man in Wasser eine Pfeiler gebraucht hätte, was schifffahrtsmäßig gar nicht geht. Bei einer Seilbahn ist das anders, aber eine Seilbahn an der Stelle vom Wissenschaftshafen in Elbauenpark habe ich so richtig keine Vorstellung, wer da für 5 € jeden Tag hin und her fahren soll. Letzte Frage, unvermeidlich Sport. Ja, was machen unsere Leuchttürme SCM und FCM aus Ihrer Sicht? Ich glaube, den Möglichkeiten, die wir in Magdeburg haben, was Geld betrifft, denn Sport, Spitzensport kostet eine Menge Geld, sind wir im Handball dicke da. Sind wir in den ersten 5, die Punktabstände sind relativ klein. Da sind wir ein Spitzenteam. Im Fußball sind wir leider jetzt im Moment im Mittelmaß. Ich hoffe, dass das wieder besser wird. Wir haben das Stadion ja Anfang des Jahres jetzt für 11 Millionen erweitert haben und auch statisch sozusagen zum Hüpfen aufgebessert haben und zum Hüpfen fit gemacht haben und auch noch neue Parkplätze schaffen und noch mehr Einkaufs- und Toiletten geschaffen haben. Also eine Rieseninvestition, die so klammheimlich nebenbei gelaufen ist, hat gerade genau hingeguckt. Dann ist auch da im Fußballbereich erstmal aus meiner Sicht ein paar Jahre Schluss mit Investitionen. Und damit kann man gut in der zweiten Liga spielen, sogar in der ersten. Mit 30.000 Besuchern spielt Freiburg, Mainz in der ersten Liga, St. Pauli auch manchmal. Von daher ist das Stadion dann sozusagen in der Qualität, das für die nächsten Jahrzehnte ausreichend ist. Wir harren der Dinge, die da kommen, sportlich. So. Ja, wir sind eigentlich, wenn man so will, mit den wichtigsten, interessantesten Themen eigentlich durch. Mir fällt jetzt auch keins ein, was wir irgendwie vergessen haben. Ach, es gibt tausend Dinge, die ja, wir haben. Ja, es gibt noch vieles. EWR-Arbeit, wie ist es in den Stadtteilen, das könnten wir alles noch ansprechen. Wir haben eine letzte Frage. Treten Sie 2022 nochmal an zur OB-Wahl? Kommt die Standortantwort, das entscheide ich 2021. Sie haben ja mal im Zusammenhang mit irgendeiner Baumaßnahme gesagt, das stand so in der Volksstimme, naja, das interessiert mich eigentlich nicht mehr, da bin ich nicht mehr... Ja, aber letztes Jahr hat er auch schon war, das, die Standortantwort. Das müssen Sie jetzt aufpassen. Als ich angefangen habe, diese dritte Wahlperiode zu machen, war gesetzlich klar, ich kann gar nicht mehr. Ja, da war es von der Altersgrenze her. So, von der Altersgrenze her war das nicht mehr möglich, dass man am Ende dieser Wahlperiode, wo ich 66 bin, nicht mehr antreten kann. Inzwischen hat der Landtag ein Gesetz gemacht, und zwar 2017 schon, wo er reingeschrieben hat, wir erhöhen sozusagen das Wahlalter eines Hauptbeamten, eines Oberbürgermeisters in einem Schritt gleich auf 67. Und damit ist die Chance eröffnet, dass ich theoretisch noch mal könnte. Und da habe ich gesagt, das entscheide ich dann 2021, ein Jahr vorher, so macht man das, weil man nicht vorher große Töne spucken muss, wenn man dann 2021 vielleicht irgendeinen Gesundheitsschaden hat und gar nicht mehr kann, ist das genug Zeit, das zu machen. Und vorher werde ich dazu auch nichts weiter sagen. Ja, das Jahr geht zu Ende. Das nächste steht an. Welche Wünsche haben Sie für die Magdeburger? Also für die Magdeburger habe ich den Wunsch, dass sie möglichst alle ihren Job behalten, dass sie sich in der Stadt wohlfühlen, dass ein Stück weit sozusagen die gute Stimmung, die wir jetzt gerade haben, durch die Lichterwelt in Magdeburg mitgenommen wird ins neue Jahr, dass man optimistisch ist, dass man seinen Teil dazu beiträgt, dass wir als Stadt vorankommen. Und wenn man mit Optimismus rangeht und Freude am Leben, dann kann man eine Stadt auch positiv entwickeln. Das wünsche ich mir, dass wir das hinkriegen und nicht wie in manchen Fällen etwas griesgrämig reingucken und über Kleinigkeiten uns aufregen, die am nächsten Tag schon vergessen sind. Und was wünschen Sie sich persönlich für das nächste Jahr? Dass ich gesund bleibe und dass meine Familie mir Freude macht und ich mit den Enkelkindern Zeit verbringen kann. Das ist schon toll genug. Das wünschen wir Ihnen auch. Ja, liebe Zuschauer, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Wir bedanken uns beim Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg für das Interview und wir bedanken uns vor allen Dingen, das werden Sie sicherlich mittlerweile gemerkt haben, beim Kulturhistorischen Museum Magdeburg. Die Stadtausstellung Faszinationsstadt können wir einfach nur empfehlen. Läuft noch bis Ende Januar, also kommen Sie her, schauen Sie sich das an. Interessante Ausstellungsobjekte gibt es hier zur Genüge. Ja, wir beide und der gesamte offene Kanal wünschen Ihnen natürlich für 2020 alles Gute, ein friedliches und ein gesundes neues Jahr und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss.